Ich war Mitglied des ADGB, also nicht der Roten Gewerkschaft oder einer Splittergruppe, sondern der sozialdemokratisch geführten Gewerkschaft ADGB, Fabrikarbeiterverband. Ich habe mein Mitgliedsbuch noch heute. 1933 mit Auflösung der Gewerkschaft und ihrer Umwandlung in die Deutsche Arbeitsfront stand für mich die Frage, wie soll ich mich verhalten? Ich bekam durch unsere Organisation keine Hilfe. Also es war eine selbstständige Entscheidung. Ich muss aber gleich sagen, ich habe mich mit ein paar Freunden, die sowohl im KJVD, im Arbeitersport und auch im ADGB waren, einmal beraten und wir haben gesagt, wir treten nicht aus, aber wir hatten damals nicht die Absicht, irgendwie die Deutsche Arbeitsfront als eine fortgesetzte Arbeiterorganisation zu nutzen. Das haben wir dann gemacht. Aber damals, ursprünglich ging es nur darum, wenn wir jetzt auftreten, fallen wir nur auf. Und das wollten wir verhindern, dass wir dann die Deutsche Arbeitsfront auch zu sozialen Fragen ausnutzen konnten, das hat sich erst ein halbes Jahr später herausgestellt. Aber ursprünglich glaubten wir, soziale Fragen, zumal sie auch von den Nazis vertreten wurden, ich erinnere an die 14 Tage Urlaub, ich könnte ein Dutzend solcher Beispiele anführen, vertreten wurden und dann nicht eingehalten wurden. Und so haben wir versucht, Gedanken gut und Verhaltensweisen der Arbeiterbewegung in nationalsozialistischen Massenorganisationen zu erhalten. Und deshalb bin ich auch in einen bürgerlichen Sportverein eingetreten. Also nicht in den Nazi-Sportverein, den der direkt von den Nazis organisiert war und in deren Mannschaft.